Ihr Lieben, Hallöchen, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video und zwar, also zu unserem neuen Vlog. Müsst ihr wissen, worum es hier geht. Ja, zum Vlog. Wir haben heute Montag, den 30. Oktober. Den 30. Oktober, genau. Und wir fahren jetzt kurz einkaufen für einige Videos. Die Videos werden alle im November stattfinden. Ich freue mich schon einfach um die vorweihnachtliche Zeit. Für mich und für euch habe ich sehr, sehr viel am zu bearbeiten, am Arbeiten. Also ich bin viel am Vorbereiten für euch. Ich muss das erstmal verarbeiten in meinem Kopf und mich richtig einstellen, was ich sagen soll. Aber okay, das ist die Xenia. Das kennt ihr von mir nicht anders. Ne? Derjenige, der mich länger schon kennt, Xenia ist sehr chaotisch. Ja gut, jetzt fahren wir kurz nach Aldi und dann hol ich den großen Sohn ab, meinen großen Sohnemann. Und dann, ich denke, wir werden was zum Mittag essen. Ich habe Borscht gekocht, eine russische Suppe oder... du hast gegoogelt, das ist keine russische Suppe, das ist eigentlich ukrainisch. Borsch, naja, das ist nur so eine rote Kohlsuppe, ist das. Ja, genau, das ist sehr beliebt bei sehr vielen, also bei Russen und so weiter. Aber viele Deutschen kennen das auch mittlerweile und kochen auch. Deswegen, ja. So, jetzt quatsche ich nicht euch voll. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind zu Hause und ich habe mir die warme Suppe, die Suppe warm gemacht. Borsch, ne, habe ich ja erklärt, das kann man mit Fleisch ohne, beziehungsweise ich habe so richtig nicht erklärt, aber ich habe das erwähnt. Das kann man mit Fleisch, ohne Fleisch machen, wie man es möchte. Das ist so gesehen, wie gesagt, Kohlsuppe. Ja, und dann habe ich hier was vom TikTok nachgemacht, aber das ist eher. Zeige ich deswegen euch auch nur sehr kurz. Ist ein weihnachtliches Video schon mal vorab, weil es werden demnächst, wie gesagt, ganz, ganz viele Rezeptvideos und viele weihnachtliche Videos kommen. Warum? Weil damit derjenige einfach vorab bis Dezember dann sehen kann, okay, das gefällt mir, das Thema ist schön. Ja, so einfach Familien für alle, für jeden Mann einfach. Und Frau für alle Ideen eben fürs Dezember. Das finde ich halt ganz cool, echt klasse. Ja, man guckt sich ja da schon so ein bisschen ab. Und dann denkt man, echt klasse, das kann ich nachmachen, das kann ich machen. Ja, genau, weil das, was ich heute gemacht habe, werde ich definitiv an Silvester machen. Und zwar in eine XXL-Portion, weil das uns so gut gefallen hat. Ja, und ich denke mal, ich werde einfach mal essen jetzt. Das regnet bei uns. Schon wieder. Ihr Lieben, das regnet. Ich fahre jetzt noch was einkaufen. Für noch ein paar Videos. Ich habe gemerkt, mir fehlen noch ein paar Produkte. Habe ich zugemacht, das Auto. Okay, kommt, wir gehen. Deshalb gehen wir noch mal ganz schnell nach Aldi. Es ist nass, es regnet, es regnet. Oh, Mensch. Oh Gottchen. No? So. So, jetzt gehen wir mal rein. Also, passt auf, dass ihr nicht rutscht. Dass du nicht rutschen tust. Ja, was gibt es hier? Wo war das Neue? Achso, hier gibt es ja, habe ich hier noch so ein, ne? Aldirone. für 99 Cent. Haselnussschnitte gibt es auch neu. Und es gibt auch diese hier neu, also einmal die originalen und einmal die hier. Die kosten, die Sandwich-Muffeln kosten 1,69 und die originalen 2,59. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wer von euch schon das ausprobiert hat. Joa,
So, ich denke mal, wir gehen weiter. Jo, vom Einkaufen zurück. Wir haben noch ein paar Sachen für Halloween gefehlt. Ja. Leonie ist verrückt nach Gurken. Sie liebt Sauro. Also allgemein, meine Kinder lieben eingeleckte Gurken. Ich habe noch die hier entdeckt. Die hatte ich noch gar nicht, noch nie probiert. Probieren wir die direkt. Gurkensalat. Ja, kannst du probieren. Dann haben wir eine Mozzarella genommen, geriebene Käse. Nein. Reibekäse. Anna, warte, das muss Mama noch vorbereiten. Dann gab das hier für 49 Cent reduziert. Cheese Puffs. Kennt ihr diese hier? Da gab es noch eine. Also da gab es zwei Sorten. Genau, die habe ich dann genommen. Dann gab es da keinen Blätterteig. Habe ich die zwei genommen. Die sind für 1,59 natürlich viel teurer. Und dann habe ich das genommen zum Probieren. Ne? Eine günstigere Variante. Wie die schmecken. Und das ist so schön mit Herzchen gemacht. Ja, und eine Päckchen Pommes. Das brauche ich auch für ein extra spezielles Video. Ja. Und das hat uns alles 19,87 € gekostet. Jetzt habe ich keinen Kassenbon genommen. Die Kassiererin hat auf die Schnelle kassiert, so wie sie sowieso im Aldi kassieren. Und dann bin ich einfach schon weg. Schmeckt wie diese hier. Schmeckt gut? Jetzt muss man die noch aufmachen. Macht Saft weg und macht es in eine Schüssel. Fast zu süß. Für mich persönlich. Ich liebe das. Aber sehr gut. Sehr gut. So. Dann geht's weiter. Guten Morgen, ihr Lieben. Für mich ist das guten Morgen. Für euch ist es ja Nachmittag. Ich bin als Einzige wach, beziehungsweise ich habe die Kinder weggefahren. Heute ist der 31. der zweite Tag vom Vlog. Happy Halloween! Ja, die Kinder sind in der Schule und ich mache mir gerade Frühstück. Habe zwei Spiegeleier gemacht und ich drehe die Kamera um. So, habe hier zwei Spiegeleier und habe hier noch eine Aubergine übrig. Ich liebe das sehr. Ich habe das einfach nur in der Pfanne gemacht. Ja, und das war übrig. Das habe ich jetzt einfach nur aufgewärmt in der Mikrowelle. Dann nehme ich hier, ja, ich liebe das ja so, ne? Grünes Dill, einfach mega, mega lecker. Ne? Dann nehme ich mir etwas noch vom Wurst. Ich dekoriere gleich und dann zeige ich euch das Endergebnis. Und ich mache mir noch einen grünen Tee. Machen wir Licht an. Wow. So. Jetzt sieht man mich besser. Puh. Ich habe zumindest heute besser geschlafen als sonst. Ja, ich mache mich gleich noch voll fertig für den Tag. Aber heute passiert auch nicht viel. Wir fahren noch was einkaufen mit meinem Mann zusammen, der heute frei hat. Und dann sehen wir, was der Tag uns bringt. Mein Mann wollte Winterreifen wechseln. Genau, wird ja mal auch Zeit. Es hat ja die ganze Zeit geregnet, so geregnet, dass es überhaupt nicht möglich war, irgendwie Räder zu wechseln. Ja, ich wollte, vielleicht komme ich noch dazu und diese Sachen probieren, die wir gestern beim Aldi gekauft haben, diese Cheese Puffs und Cheese Sticks, also ne, mit Chiasamen einmal und Zwiebel und Knoblauch. Ja. Bin ganz gespannt und ich zeige euch jetzt meinen Teller. So. Also, ne, ganz viel Eisbergsalat. Ja, ne, ein bisschen Schinken, drei Mortadella und eine Bergsalami. Ne, so. Und dann habe ich mich doch für einen Pfefferminztee entschieden. Genau, anstatt grünen Tee. Und ich probiere eventuell gleich noch mit euch, ja, diese Sachen hier. So, ihr Lieben, ich habe das jetzt aufgemacht. Das ist jetzt mit Chiasamen, ne, Käse. So sehen sie aus. Probieren wir gleich.
Und hier sind diese mit Zwiebel und Knobi. Sehen so aus. Bin ganz gespannt, wie es schmeckt. Schmeckt sehr, sehr gut. Mit Chiasamen. Und ich probiere eins mit Zwiebeln und Knoblauch. Es duftet sehr, sehr lecker. Unser Tipp, das Gebäck schmeckt noch aromatischer, wenn du für 2,5 Minuten beim Backofen also das Aufwärmen tust. Warum war das denn jetzt so günstig? Das ist ja gültig noch bis 31.07.2024. War für 49 Cent, gell? Cool. Okay. Dann trinke ich noch mal Tee zu Ende. Und ja, mache dann weiter meine Hausarbeit. Und dann vielleicht wird auch mein Mann aufstehen. Ja. Und ich muss noch die Süßigkeiten für den Halloween in die Schüssel machen. Ja, wir haben nicht geschmückt, wir haben nicht dekoriert. Ich mag das alles nicht. Deswegen. Genau. Aber ich habe immer Süßigkeiten da, alles da. Falls, wenn die Kinderchen an die Tür und die klingeln immer an die Tür und dann bekommt jeder eine Kleinigkeit, kann sich selber dann rausnehmen. Ne? Das ist ganz wichtig. Kind ohne Süßigkeiten, das darf nicht sein. Ich glaube, meine Anne ist wach. Mein Mann macht den Pool zu. Ich habe ab. Er hat nicht geklingelt. Ich habe Pakete gerade. Mein Mann hat Pakete bekommen für sein Auto. Ja, er macht jetzt den Pool winterdicht, winterfest, ja? Winterfest. Mit allen Zeugs, was dazugehört, abdecken und so weiter. Und dann wird es erst nächstes Jahr wieder, ja, wenn das Wetter gut ist, gebadet. Das Gras ist schon so groß bei uns. Und wir können gar nichts machen, weil alles noch viel zu nass ist. Es hat auch heute voll geregnet noch. So, Anna ist wach und kommt auch gleich runter. Sie wollte noch nicht mit mir gehen. Ich bin gerade noch schnell für mich am Kochen. Und zwar habe ich hier Zucchini, ein bisschen rote Zwiebel und halt schnippel ich noch Champignons. Rest lasse ich fürs nächste Mal. Und die schnippe ich noch dazu. Genau, schmeckt so lecker, da braucht man gar nichts mehr dazu. Einfach nur die leckere Pfanne. Ja, so, das ist bei mir fertig. Ich habe das alles einfach nur so klein geschnippelt, klein gewürfelt. Und das kann ich einfach so sogar essen, weil ich das so, so liebe. Ansonsten kann man dazu natürlich Kartoffelpüree, man kann Reis, Nudeln nehmen, was man möchte. Ja, ich liebe das zum Beispiel auch sehr gerne mit Yum-Yum-Nudeln. Und das tue ich dann einfach reinmachen. Ja, genau. So, dann kann ich das hier ausmachen. Und dann koche ich ein bisschen Suppe für Anna. Und ja, muss sie dann füttern. Die ist so süß. Zuckersüß. Und aufräumen. Ich muss aufräumen. Also kennt ihr das? In 5 Minuten ist das schon so. Ne? Chaotisch. Anna! Winky Winky! Winkst du uns? Ja. Ja, ja, aber ist so. Ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich liebe das. Weil das sind Kinder und es ist wichtig, dass sie bewegen sich können und das ist wichtig auch, dass sie auch ein bisschen Chaos auch machen können. Es gehört dazu. Ja, ich muss 2 weitere kurze Videos machen.
Ich muss nicht, aber das mache ich sehr, sehr gerne. Genau, weil ich muss, das klingt dann immer so blöd. Ja, ich habe da ein paar Ideen rausgeschaut, schon wieder aus dem TikTok. Und wie gesagt, im November, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das jetzt schon in dem Vlog hier angekündigt habe, dass ich dann halt im November sehr, sehr viele Bastelvideos, sehr viele Ideen, sowas. Ja, zum Weihnachten. Also sehr, sehr viele Weihnachtsideen und ja, einfach, ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten und ich glaube, ihr seht auch, wie ich strahle. Also ich strahle, weil ich liebe Weihnachten und Weihnachten ist für mich was Zauberhaftes. Und ich finde es cool, wenn ihr oder derjenige, du, ein Video vielleicht dir dann gefallen wird davon, was du auch im Dezember dann zum Beispiel machen möchtest oder könntest. Für mich ist es immer als eine vierfache Mama, als eine Mama der Großfamilie, sagen wir mal. Also wir haben eine Großfamilie, wir sind 6 Personen und meistens muss es schnell gehen. Es muss schnell gehen, dennoch lecker schmecken und ab und zu einfach um die Schnelle so fertiges Teig oder fertige, ne, Sachen, die man aus denen kann man dann auch gewisse Menüs basteln, machen, draus machen, die dann auch sehr, sehr lecker kochen, sehr, sehr lecker schmecken, sehr, sehr lecker kochen. Ja, und das habe ich jetzt aus dem TikTok rausgefunden. Ja, für was haben wir TikTok? Ne? TikTok hat einfach oft mega tatsächliche Ideen. Besonders habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich so viele Bastelideen finde. Ja, also ich freue mich einfach schon riesig, riesig drauf und wir haben ja nur noch ein paar Tage und dann haben wir schon November und ab da geht es natürlich weiterhin mit Vlogs, mit Hauls und aber auch ganz viel, wie gesagt, Rezepte, Bastelideen und Geschenkeideen. Geschenkeideen habe ich bis jetzt erst ein, was ich zu Hause habe und was ich auch heute machen werde. Die anderen müsste ich noch ein bisschen herausgucken, wie ich das am besten mache. Da habe ich noch nicht so, ne? Also es wird meistens sowieso anders als im Video. So 1000% ganz bekomme ich das meistens nicht hin. Ich weiß nicht, ich bin da sowieso, ne, nicht so der Typ für. Ich habe da immer Angst, was falsch zu machen. Deswegen klappt das nicht so ganz gut. Aber die Sachen, die wir jetzt ausprobiert haben, ist einfach Bombe. Ja, und darauf freue ich mich einfach, euch dann das zu präsentieren. Ich bin so happy. Jetzt denke ich mir mal, ich halte euch nicht lange auf. Mein Mann hat jetzt die Pumpe angemacht. Die ist auch mega laut. Ja, der will auf jeden Fall irgendwie so winterdicht, winterfest machen, damit sie auch nicht explodiert im Winter, falls das so da dort einfriert, ne? Weil das war schon bei uns im Bekanntenkreis so. Genau, und auf Nummer sicher gehen, weil so eine Pumpe kostet nicht gerade günstig, schon auf jeden Fall genug Geld. Ja, und heute erscheint wenigstens gerade die Sonne, das freut mich. Das freut mich einfach. Ja, wir haben jetzt 11 Uhr. Und ich beeil mich jetzt einfach, füttere Anna, mache den Trockner an, bügele die restlichen Sachen zu Ende, hole die Kinder ab und ja, bearbeite schnell das Video, vielleicht sogar als erstes und stelle es online, damit es auch pünktlich kommt. Ja, und ich würde auch gerne Ideen sammeln, also was für Videos hättet ihr denn gerne von uns nochmal vielleicht gewünscht? Vielleicht was Neues, ich weiß nicht. Mögt ihr irgendwie zwischendurch Challenges oder Weihnachts-Challenges? Vielleicht wollt ihr sowas auch sehen? So ein Challenge zwischen Mama, Papa und die Kinder oder so? Ich weiß jetzt nicht. So irgendwie sowas vielleicht. Oder ja, also ne, ich bin ja offen für alles, fast alles. Kommt drauf an, wie und was das ist. Aber auf jeden Fall würde ich sehr, sehr gerne Ideen sammeln. Und ja,
Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr so gern von uns haben möchtet, sehen möchtet. Ich habe auch noch mal, was ich abfilmen muss. Das ist, leider komme ich damit voll zu spät. Im Oktober das aufgebrauchte Video. Das kommt aber jetzt im November raus. Dann hat man sich ja, hat man mir geschrieben, gern hätte ich so ein Schminkvideo oder Beautyvideo für mich abgefilmt, von mir meine ich. Und also das kommt noch auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, ich sammle noch nach Ideen. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen Happy Halloween. Seid nicht so gruselig. Ja, wer natürlich Halloween mag, genießt den Tag und später am Abend sammelt schön viel Süßigkeiten, habt viel Spaß. Wie gesagt, bleibt gesund. Ja, und dann freue ich mich über Däumchen nach oben, über die Kommentare. Und du darfst auch sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren, falls ich dir als Person und mein Kanal, mein Familienkanal dir zusagt. Gern würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, und ansonsten alles als Liebe und dann bis morgen, bis zum nächsten Video und hab morgen einen schönen Feiertag. Tschüss, ihr Lieben, eure Xenia. Bin ganz chaotisch irgendwie heute.